Ich begrüße ihn laut, mein großes Vorbild, Wilfried Schmickler. Das ist er. Einen wunderschönen Abend, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Ich freue mich aufrichtig, heute hier meinen kleinen Beitrag leisten zu dürfen. Vorab eine kleine Warnung. Es könnten im folgenden Beitrag einzelne Worte oder ganze Formulierungen fallen, die bei empfindlichen Gemütern heftige Abwehrreaktionen auslösen können. Die Folge: Angstzustände, Panikattacken, Schweißausbrüche. Das geht ja heutzutage ratzfatz. Neulich stand ich mit meiner Frau in einer größeren Menschenmenge an der Straßenbahnhaltestelle. Meine Frau sprach über den horrenden Kostenvoranschlag für die bevorstehende Autoreparatur und ich sagte zu ihr nur: Wir schaffen das. Ja, da war es los, meine Damen und Herren. Mir persönlich völlig unbekannte Menschen beschimpften mich als Lügner, Traumtänzer, rot-grün verseuchten Gutmenschen. Meine Frau und ich haben uns schleunigst verdrückt und wären dann überqueren einer roten Fußgängerampel fast von einem Auto befahren worden, dessen Fahrer uns aufgrund unserer Unachtsamkeit als Drecksäue, blöde Arschlöcher beschimpften. Wie gesagt, meine Damen und Herren, die Nerven liegen blank. Ich sage dann immer: Seien Sie ganz entspannt, ich will Ihnen nichts Böses. Ganz im Gegenteil, habe vollstes Verständnis für Ihre Ängste und Sorgen. Ich kenne mich aus damit. Ich war vor ein paar Tagen noch auf zwei, drei Absackerbier in der Kneipe bei mir in der Nachbarschaft, eine echte kölsche Südstadt-Kaschen. Als ich reinkam, war am Dresen gerade die ziemlich angetrunkene Rede von den Flüchtlingen. Und mittendrin in der heftigen Diskussion der dicke Bitter. Der heißt eigentlich Karl-Heinz, aber seit er als Kind mal so richtig einen für die Glocke gekriegt hat, nennt sich immer den dicken Bitter. Jetzt muss man wissen, die Frau vom dicken Bitter, die Kim, die kommt aus Thailand. Die hat sich vor drei Jahren aus dem Katalog kommen lassen. Das hat er vorher schon mal gemacht, aber da war er mit der Lieferung gar nicht so zufrieden. Hat ihn nach zwei Wochen reklamiert und umgetauscht gegen die Kim. Und die sagt, der Tönnbier, ein echter Bitter, sagt nichts, echtes Schnäppchen, tut, was er will, hält ansonsten im Mund. Und wenn sie doch mal was macht, dann gehen das auch egal, weil die sprechen zum Glück kein einziges Wort Deutsch. Kurzum, der dicke Bitter ist ein richtiges urkölsches Arschloch. Und der brüllt plötzlich mitten rein in das sturzrufende Palaver über die Flüchtlinge. Also ich persönlich habe nichts gegen Flüchtlinge, solange es keine Neger sind. Oh. Da habe ich aber eingegriffen und darauf hingewiesen, dass man Neger nicht mehr sagt. Fragte die Gebitte, warum hält man denn sonst? Ich sag, man sagt Menschen mit erblich bedingtem deutlich sichtbar erhöhten melaninanteiligen Pigmenten der Haut afrikanisch, beziehungsweise genau wahrscheinlich frühägyptischer Herkunft. Fragte er. Fragte Peter und alles mit Roberto Blanco, dem lustigen Neger. Hat auch neulich noch dieser Innenminister aus Bayern. Ich sag, Peter, Bayern sagt man auch nicht mehr. Man sagt jetzt flächendeckend abolisierte Landstrich mit politisch bedingtem erhöhten Vollortsanteil. Aus dem Willkommenskultur aus dem Hinterwald mit einer mächtigen Klatsche an der Bajuwanischen Backe. Ja, und da, weil dann nur am Dresden bei der anwesenden Strategie erstmal nachdenken mussten. Und das kann bei so kölschen Ureinwohnern begann nicht dauern. Am Tag danach war ich vormittags unterwegs bei mir im Viertel, um Preise für eine Tombola zu köpfen. Treffe ich einen flüchtigen Bekannten, also jetzt nicht flüchtig im Sinne von auf der Flucht, sondern flüchtig im Sinne von bringt euer Element. Fragte mich, woran machst du? Ich sag, Spenden sammeln für einen guten Zweck. Wir waren für einen guten Zweck. Das geht um junge Flüchtlinge. Da bleibt er gleich los. Flüchtlinge, gehen wir bloß weg Flüchtlingen. Da haben die Bürger sowas durch die Nase gestrichen, voll von. Wenn die in der Zeitung lesen, dass ihrer Nachbarschaft ein Flüchtlingsheim gebaut werden soll, dann wissen die, das Ende ist nah. Ich bin kein Rechtsradikaler und ich habe auch nichts gegen Ausländer. Aber der Kraft, der Gestank, die Kinder, das Geschrei, die Musik, der Apfel, das Schreien, das Kommen, das Gehen, die Drogen, der Alkohol und so geht das eben nicht. Selig sind die Barmherzigen, aber gegen eine ungestörte Nachtruhe ist auch nichts einzuwenden. Denkt mal drüber nach. Gesagt, getan, zu Hause, zurück nach Hause, Kaffee gekocht und nachgedacht. Fragen über Fragen. Sind Flüchtlingsströme und Asylantenfluten Naturkatastrophen? Fallen Waffen vom Himmel? Wächst Geld an den Bäumen
Rohstoffe satt. Wenn es einen Unterschied gibt zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und politischen Flüchtlingen, haben Hunger und Armut dann ab sofort nichts mehr mit Politik zu tun? Gibt es? Gibt es eine Steigerung von Willkommen? Willkommen, Willkommener am Willkommensten. Was ist das Gegenteil von Gutmensch? Wenn Angela Merkel auf den diversen Selfies vor einem Jahr die Flüchtlinge gewürgt hätte, wären dann weniger gekommen. Was sind abschreckende Sachleistungen? Altkleider, Kondome, Feuerlöscher. Sollte man den Bewohnern des deutschen Ostens Gelegenheit geben, endlich einmal ein paar echte Ausländer kennenzulernen? Flüchtlinge zumuten. Kann der bayerische Ministerpräsident nach den Abendnachrichten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak gut schlafen? Wenn ja, wie viel Bier hat er vorher getrunken? Was braucht man für den Schutz einer Obergrenze? Stacheldrahtschießbefehle, Minenfelder? Wird die Integration der Asylanten auf Dauer genauso gut gelingen wie die Integration der türkischen Mitbürger? Was war noch eine Parallelgesellschaft? Ist Deutschland das Sozialamt der Welt oder doch nur deren Kaufhaus? Wenn Deutsche sagen, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, dürfen dann Brasilianer sagen, wir nicht deren Gewächshaus. Wird der Klimawandel? Wird der Klimawandel in 20 Jahren in Asylbewerbung sein? Und wenn nicht, was passiert mit den Wetterflüchtlingen, wenn ihre Herkunftsländer zwar sicher, aber komplett überflutet sind? Ist die Türkei ein sicheres Herkunftsland? Ist der sichere Tod eine Frage der Herkunft? Sind eigentlich alle Menschen mit dem Asylgesetz gleich? Ist es einfacher, ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts zu verlieren hat? Ich zum Beispiel. Ich wohne im vierten Stock in einem relativ ruhigen Viertel hier in Köln und bin wie die meisten meiner Nachbarn durchaus der Meinung, man müsse den Flüchtlingen dieser Welt in Deutschland alleine geben. Aber wenn wir uns vorstellen, die würden jetzt bei uns im Hof so ein mehrstöckiges Wohnheim für Asylanten hochziehen. Ich glaube, da hätten einige von uns schon ein Problem. Denn so ein Problem wird ja vor allem dann wirklich zum Problem, wenn es direkt von einem Haustür existiert. Und genau das ist das Problem. Und das wird es für die nächsten Jahre auch bleiben. Und davor haben die Menschen erheblich Angst. 60% der Deutschen werden geplagt von Zukunftsängsten. Aber meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, da muss doch die Frage gestellt sein, Angst wovor? Was soll denn in näherster Zukunft Schreckliches passieren? Hungersnöte, Seuchen, Flächenbombardierungen? Wissen Sie, als Kind, da hatte ich immer Angst vor dem Nikolaus. Und als ich irgendwann gemerkt habe, dass der böse heilige Mann in Wahrheit der zweite Vorsitzende vom Gesangsverein war, da war die Sache gegessen. Da hilft nur eins, meine Damen und Herren, in der Dunkelheit. Lampen. Und was sehen wir da? Genau, wir sehen riesige Warenhäuser bis zum Bersten gefüllt mit Lebensmitteln aller Art. Straßen, auf denen gewaltige Karossen den schmuckbilligen Treibstoff in den Äther blasen, ohne sich auch nur einen Meter zu bewegen. Und an jeder Straßenecke eine Apotheke mit rezeptfreien Mitteln gegen Wehwehchen aller Art. Wovor sollte ich Angst haben? Lebe ich in Aleppo, in Kabul, in Ramallah? Nein, ich lebe in Köln, mein Leben ist versichert, genau wie meine Gesundheit, mein Auto. Kein Grund für Angst, nirgends. Und jetzt erzählen Sie bitte nichts von den Flüchtlingen, die mir was wegnehmen könnten. Wissen Sie, wer mir was wegnimmt? Das sind die Banken, die Kreditbetrüger, die Steuerhinterzieher. Die internationalen Großkonzerne, die in diesem Land blendende Geschäfte machen, ohne auch nur einen Cent Steuern zu bezahlen. Die Immobilienfonds, die den sozialen Wohnungsbau aufkaufen und in eine asoziale Mietführerzone verwandeln. Die Kriegsgebiete verkaufen und damit meinen ganz persönlichen Frieden und den meiner Nachbarn aufs Spiel setzen. All diese Schmarotzer und Wirtschaftsflüchtlinge, die nehmen mir das weg. Und ihnen übrigens auch. Also. Kommt ihr bitte keiner mit den Flüchtlingen.
Selbst wenn es nur über 2 Millionen wert. Na und? Wenn 80 Gäste in der Kneipe sind, 2 kommen dazu, kann doch von Überfüllung nicht die Rede sein. Wie gesagt, der Hochschätzter Kollege Jürgen Becker, der Umsatz ist langfristig am größten, wenn alle mittrinken. In diesem Sinne. All den tapferen Menschen, die, obwohl sie so von Ängsten gebeutelt und von Sorgen gedrückt werden, Montag für Montag in Dresden auf die Straße gehen, gemeinsam spazieren und immer wieder rufen, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und wenn sie dann mal hingehen und sagen, okay, d'accord, wir sind das Volk, schön und gut, aber jetzt mal Butter bei die Fische, wer sind wir denn jetzt eigentlich? Da ist es nur, wir, also aber wir sind immer noch wir. Ich bin wir und du bist wir und er ist wir und sie ist wir. Wir vier sind wir, so ist das hier. Doch die von da und der von da sind nicht von hier und nicht wie wir. Denn ich und du und er und sie, wir vier, sind eben nicht wie die. Und weder die noch der von da kann sein wie wir, das ist doch klar. Selbst wenn er irgendwann vergisst, dass er von ganz woanders ist und glaubt, er wäre jetzt von hier und wäre jetzt genau wie wir, dann geht das nicht, weil hier bin ich und hier bist du und ihr gehört da nicht dazu. Und so zu sein wie du und ich, das wieder in der Regel nicht. Und das ist ja auch richtig und wahrscheinlich wichtig, dass jeder weiß, wer er ist und niemals vergisst, dass da, da und hier, hier und die, die und wir, wir. Weil es stets so war, dass die von da und wir halt von hier und so alle vier. Ich, du, ihr und sie und wären wir wie die, dann wären wir ja von da und daran scheitern es ja. Wären wir von da und die von hier, dann wären die vier und wir wären die. Und wir wüssten nie, wie es ist, diese Schwerstein, diese Stadtwurkachier. Weil mich schon da was nicht mehr kann, fang das echt gar nicht an. Ich bleib echt, du bleibst du, er bleibt er und sie bleibt sie. Wir vier bleiben vier, die bleiben die. Und so bleibt alles irgendwie genauso, wie es immer war. Na wunderbar, ich sag euch.